Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gothic 1 und ich bin richtig, ich bin auf falsche Karte. Ich muss ja überlegen, ich glaube wir brauchen auf der Suche nach den Fokusstein. Ja. Genau, nur unten diesen Fokusstein zu holen und dafür müssen wir uns ja durch ein riesengroßes Gebiet voller wilder Kreaturen. Auch bekannt als Urkunde. Und ich habe schon die perfekten G's für den. Und zwar, wir rennen einfach auf diese Plattform hier. Am besten sie ohne gleich alle zu pullen. So. What the fuck? Ich glaube, nicht vergessen, den heiligen Marvin Wood zu aktivieren. Falls ich nicht mehr wo ich stuck bin und sowas natürlich. So. Und zwar erstmal hier durch den Hochklettern. So. Taktisch runterfallen. Ich glaube, man könnte auch den ganzen Weg gehen. Es ist sogar eine Art Parcours. So geil. Aua. Auf jeden Fall ist ja nicht plan, den Parcours zu machen, sondern diese Urkunde zu cheesen. So, jetzt stehen die hier und können uns nicht anhaben. Und jetzt töten wir ein nacheinander. Wir müssen ja bloß, wir müssen anvisieren können, alles andere ist real. Und dann sterben sie wie die Fliegen. Irgendwann mal. Weil wenn wir jetzt unten gehen würden, wir wären sowas von tot. So, wie ihr seht, bis auf der eine jetzt, der irgendwie noch nicht so richtig Bock hat. So, alle tot. Zum Bedeutung jetzt mal schön das Sklavenboard. Speichern sie jetzt aber nochmal und voila. Kreaturen, die uns getötet hätten, easy getötet in. Wir können davon laufen, in ein paar Sekündchen. So. Ich würde sagen, das war ein easy cheese. Hat natürlich uns doch die Erfahrungspunkte gegeben. Und natürlich auch über eine Menge Ressourcen. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Hab so eigentlich nicht erwartet, dass es geklappt hat. Aber hey, warum denn nicht? Aber ansonsten die zu töten, das wäre sowas von schief gelaufen. Weil es wurden einfach zu viele und wir hätten die nicht ansatzweise nicht mit dem Schwert töten können. Okay, auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Orks. Die können wir leider nicht so cheesen. Müssen wir aber auch nicht. Ist ja zum Glück das einer. Wäre es jetzt mehr gewesen, da hätten wir uns einfach lassen müssen. Weil ja, ich glaube, so stark bin ich noch nicht, dass ich mehrere von denen mit einem Schlag töten kann. So gruppenweise. Okay, das ist halt blöd. Das ist extrem kacke. Weil ich sag's mal so, wir können die halt schießen, aber so nicht. So, wir jetzt bloß hier oben verkacken, die Stelle. Weil ich hab kein Leben mehr. Glück gehabt.
Weil gegen Orks klappt das nämlich nicht. Weil es anvisiert ist, so verdammt scheiße. Könnt ihr mal bitte treffen? Danke. Oh, mein Damage ist so unterirdisch gegen die. Ach man. Aber immerhin sind wir jetzt Level 18. Ist ja auch schon mal was wert. Wieso gehe ich jetzt nur noch? So wie ein Capstone. Scheiße. Okay, ich glaube, jetzt will ich mal sehen, welche Hunde ich getötet habe und welche nicht. Ja, welche Hunde hat jetzt noch Loot dabei? Weil ich sag, so wie es ist, der Kampf gegen mehrere Kreaturen überfordert mich ziemlich, aber wilde Tiere kann man zum Glück noch einfach schießen. Wenn ich halb wurde, war Orks wird schwieriger. Solange es ein Ork ist, kann man den schießen. Alles andere wird dann schwieriger. Da stehen jetzt zwei von denen. Oh nein, zwei. Es waren gerade nur zwei von denen. Zwei. Und die Orks kann ich nicht schießen. Okay, ich nehme einen anderen Weg. Das wird nicht. Das wird nicht. Okay, ich kann mich noch retten. Dann nehmen wir halt den Weg da hoch. Aber es ärgert mich trotzdem ein bisschen. Also ich habe mir schon irgendwelche Tricks angeeignet, Gegner zu besiegen, größere Gegner gucken und sowas, aber irgendwo gibt es noch Grenzen. Grenzen, wo ich noch keine Idee habe, wie ich es lösen kann. Eine Gruppe von mehreren menschlichen Gegnern. Keine Ahnung, irgendwann überrennen die mich einfach. Da bin ich dann aber maximal überfordert. Oder einfach Orks, weil irgendwann fangen die auch an zu klettern und das überfordert mich genauso. Ich meine, ich kann die Patrouillen teilweise noch umgehen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt gezwungen sind zu kämpfen. Ich renne auch einfach auf den Weg hier hoch. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ich muss ja um die Orks irgendwie drum kommen. Mit etwas Glück schaffe ich auch die Fremdenquest, um die weiter zu voranzukommen. Ich muss ja den höchsten Punkt finden und dort kriege ich den Hinweis. Hopefully. Das sieht zumindest sehr aus, dass ich mich Richtung höchsten Punkt bewege, aber wir wissen alle, es kann so sein, muss aber nicht. Blutwund. Ich find's witzig, die halten fast gar nicht aus. Okay, die Hülle ist weg. Die 220 Erfahrungspunkte halten fast gar nicht aus. Die Urkunde geben 120. Und halten einfach immens aus. Das ist doch nicht mehr. Das rechnen sie doch ja nicht. Wie zur Hölle rechnen die das? Und hier bin ich jetzt irgendwo. Bin ich richtig? Ja. Zählt doch eventuell mal die richtige Karte öffnen. Nein, bin ich nicht, aber ich bin einmal hier. Also. Gucken wir uns den Ort einmal an. In 2x2 findet man bloß ein bisschen gut.
Mit etwas Glück eine schöne neue Waffe. Oder was Besseres. Ich hoffe auch eine Waffe mit mehr Schaden. Einen schönen neuen Bogen oder sowas in der Art. Aber anscheinend kommt man, könnte man das sonst einfach umgehen. Es sieht aus wie so ein versuchter Turm. Und natürlich werden wir die Adventure-Regel Nummer 1 befolgen. Oder den Adventure-Treasure-Tipp. Hinter einem Wasserfall befindet sich ein Geheimnis. Mit etwas Glück wirklich, mit etwas Pech nicht. Ja, ich kenne die Karte. Bin vor allem in der Nähe eines Turms, der nicht auf der Karte markiert ist. Ich hatte eine Vermutung, wer das, wo wir hier gerade sind. Ich weiß es aber nicht. Hundertprozentig. Ein Eisgolem, okay. Okay, ich weiß, wo ich bin. Okay, ich weiß, wo ich nicht bin. Ich weiß, wo ich nicht bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe eine Ahnung, wo ich sein könnte. Aber das Spiel sagt, nein, du bist doch nicht bereit für dieses Gebiet. Meine Wächter werden dich vernichten. Also fliege ich. Ey, komm. Der sieht doch safe nach einer Höhle aus da hinten. Die Textur backt sich doch schon halb durch. Bei beiden sogar, nur beim linken ist es halt deutlich auch. Bitte eine Höhle. Bitte Items. Bitte Waffen. Bitte, bitte, bitte. Ich hab eben bitte gesagt. Bitte. Unterirdisch? Nein. Und an dieser Stelle. Ein weiteres Nein. Alles klar. Ein Wasserfall haben wir noch. Mit der Waffenreskalierung bin ich hier irgendwie noch nicht, scheint noch nicht durchgeblickt. Ab wann welche Waffen mehr Schaden macht, auf welchen Level man welche Kreaturen bekämpfen soll und da blicke ich noch nicht durch. Es ist für mich einfach noch nicht schlüssig genug. Auch nicht. Weil insofern, sag mal, so ein Elmer kann ich irgendwie rausgefunden, ab wie wann man welche Waffen nutzen sollte. Selbst jetzt im privaten Spiel habe ich jetzt viel mehr ausprobiert, viel mehr versucht, viel mehr getraut und wurde belohnt. Hab selbst Nuke Plus gestartet und dann nochmal jeden der großen Runenbosse besiegt und da wie es erwarten ist, Melania ist eine Bitch. Nein, 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 nein! Ja, dann nehmen wir mal den schnellen Weg nach unten. Oh Gott, ich werde sowas nicht sterben. Ja komm, ich kann doch eh nicht machen.
Nee, ich bin jetzt beinahe beim Suchlager angekommen. Ja, bin ich auch am Arsch. Nö. Aber so, den kommt ja auch nicht erst und rennt gleich zurück. Ach, nö. Genau für solche Scheißsachen haben wir ein Safe-Game. Ja, stell. Was da? Oh lol, man heilt sich dabei. Okay, es war eine minimale Heilung, das kann man verkraften. Ich habe ihn nicht kurz zum Tod wiederbelebt, wäre es fatal, aber ey, so ein bisschen Leben, dass es regeneriert wurde. Durch diesen kleinen Cheatcode kann man damit leben. Ich kann zumindest. Es ist mir immer noch lieber als ewig lang zu warten und jetzt. Scheiße. Das ist jetzt nicht so gut. Oh, da hat man richtig Schafe gekriegt dafür. Lass mich in Ruhe. Das war knapp. Ich bin dran. Keine Ahnung, warum die stuck sind. Es hat mir das Leben gerettet. Boah, sind das viele von denen. Komm schon, stopp bitte. Bitte. Ja, noch einer. Ab. Ja, bitte, komm schon. Stopp einfach. Obwohl. Mein Fehler hat mir 1200 Erfahrungspunkte eingebracht. Ja! Okay, das ist so lucky. Wenn ich bedenke, dass ich heute auf Arbeit gegangen bin und festgestellt habe, oh ja, ich habe noch 11 Tage Urlaub für dieses Jahr. Und ja. Sprechen wir mal Vorgesetzten so, ich bin ja wie bei du und wir sind ja sozusagen Kumpels. Ist ein bisschen schlecht bei Vorgesetzten, aber mein Gott, was soll's? Jedenfalls, überredet, ja, bin die Arbeit da und. Heute habe ich den Zoll gelegt und. Aber es ist so. 3 Tage vor Weihnachten. Ja, Urlaub. Mega. 2 Tage arbeiten gehen und dann Urlaub. Ich liebe es. Mein Kollege muss jetzt allein klarkommen. Schafft das schon irgendwie. Ich bin aber so froh. Heute ist ein Tag. Nein. Don't do it. Aua. Ihr seid heute ist ein Tag, was läuft. Wenn heute nicht noch mal Gothic abstürzt, ist der Tag perfekt. Aber Gothic ist normalerweise eine Bitch, also wird's passieren. Aber habt ihr es auch schon mal gehabt, einfach so. Redet ja du nicht da mit den Vorgesetzten. Ach, krieg ich nicht Urlaub, ist doch wenig Arbeit da und ich habe eh so viel Urlaub. Und ja, nächstes Jahr, das wird eh nur stark. Also so viel Plan, da ist erstmal keine Zeit für Urlaub. Hattest du auch schon mal so hingekriegt? So kurz vor Weihnachten. Okay, es ist wenig los, also war die Chance wahrscheinlich auch extrem hoch, aber. Die Frage ist, hatte ich da Glück oder war es einfach so? Ja. Er hat gesagt, häng den Zeug drin, damit du bald wirst. Das nackt jetzt. LOL. Das ging schnell. Ich glaube, er, mein Kollege, mein Boss ist leicht verarscht und runterbrechen können. Von der Seite war ich hier reingekommen. Und wo zur Hölle bin ich hier? Ich mag die Geräusche nicht, die im Hintergrund ein bisschen abgehen. Diese Schreie eines Monsters, nenne ich es mal.
habe einen Schalter betätigt. Oh lol! Was war hier hin? Ey, ohne Scheiß. Was zur Hölle? Hätte ich da runterfallen sollen? Sieht mal aus wie so eine Arena. Hier ist ein Schalter. Ja, ich muss sie betätigen. Okay, die Säule geht nach unten. Soll das eine Art Aufzug sein? Okay, da geht's deutlich schneller. Ist hier unten noch was? Irgendwie alles so aus, ob man das irgendwie als Aufzug ist, also irgendwie durchkommen könnte. Also das Ding ging verdammt schnell runter. Okay, wir warten einfach mal. Einfach mal warten. Okay, es ist wirklich ein Aufzug. Und das ist hier eine übelste Fallgrube. Also theoretisch wäre hier hinten der Eingang jetzt gewesen. Wäre das nicht so geklappt. Egal, ich habe den Heiltrank gekriegt. Ich bin zufrieden. Mit einem Mana-Trank. Ist ein bisschen Arzt. Und ein mysteriöses Geheimnis, was ihr erst so Schrecken gebracht hat. Hey! Bluthund! Na komm mal her. Na komm mal her. Na komm. Braver Hund. Oh, jetzt eine Rute Bluthunde töten. Genau das, was ich gerade brauche. Jetzt aber. Aber vorher habe ich auch noch mehr als genug da. Da muss ich glaube nicht drüber nachzudenken. Nicht drüber nachdenken. Ich hoffe bloß, ich krieg heute noch den einen Fokusstein. Ich meine, irgendwo in der Ecke ist er ja. Hallo? Danke. Ansonsten muss ich irgendwo mal gucken, ob ich nicht irgendwie mal mehr Schaden drücken kann. Weil ich will mich nicht belesen. Es ist eine Rehe bei mir. Ich will mich zu keinem der Spiele, die ich spiele, belesen. Außer wenn ich wirklich keinen anderen Ausweg mehr sehe. Also, wenn ich keinen anderen Ausweg mehr sehe, dann überlese ich mich bei irgendwas, aber aktuell läuft es ja noch. Ist gut. Wenn ich dann mal 10 Folgen rumhören sollte und keine Ahnung habe, was zur Hölle ich hier tun soll, dann werde ich noch wohl nur mal irgendwie hier Infos holen. Aber ich bleibe bei der Regel erstmal dran. Wenn ich nach der Suche nach Nockrunden denke, in Elden Ring, wie viele Stunden bin ich darum geirrt, in die Zwischenland nur um Nockrunden zu finden. Und jetzt seit dem neuesten Update kriegt man einfach so einen Wegpunkt hin, die schmissen auf der Karte, da ist sie hin. Finde ich nicht so schön.
Willkommen. Oh nein! Das ist nicht so gut gelaufen. Ja, wo zur Hölle bin ich jetzt überhaupt? Hier, ich bin jetzt da, wo ich hätte hochgehen können. Statt diesen elend langen Weg ausdrücken zu gehen, hätte ich einfach den Weg nehmen können. So ist der Strand, da unten war die Goblinhöhle. Ah, gut. So kann ich aber deutlich mehr Erfahrungspunkte sammeln. Deutlich mehr. Okay, ich hole noch ein paar Varane. Okay, wisst ihr, wie das handelt? Das hört sich so an, als ob er gerade unter mir im Boden drin steckt. So hört sich das an. Aber ich hoffe mal, es ist der Schiff wirklich bloß über den Boden drin und ist fehlerhaft. Als wenn er mich jetzt findet, überrascht und tot spammt. Letzteres wäre schlecht. Oh, ich ärgere mich nicht, wenn ich irgendwelche kleinen Vieh töten darf. Leicht errungene Erfahrungspunkte und da ist es wieder schon. Und immer ein bisschen Erz oben drauf, was nie schadet. So, ich sollte mal wieder speichern. Ich bin es ein bisschen ärgerlich, dass man hier nicht Quick Saves machen kann, aber. Ja, aber bei Quicksave ist einfach die Frage, dass man einfach zu leichtsinnig spielt und irgendwann kommt der Moment, man macht einen Quicksave und man ist am Arsch. So wie hier Golem ist, wo ich keine Ahnung habe, ob ich den besiegen kann oder nicht. Ich glaube, nein. Wie soll man das Vieh töten? Danke, Lester. Der Schläfer möge dich behüten. Aber, hä? Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen.
Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Ach so, er hätte dir halt schlafen gelegt, oder was? Es geht. Ich wollte mir einfach durchbrühen, aber er schafft's nicht. Bin ich ein bisschen blöd, weil kampftechnisch, ich habe mir ordentlich viele Hits gegeben, aber. Und hätte letztendlich nicht Doppelschlag, hätte ich es nicht geschafft. Andererseits hätte ich ihn im Leben gelassen, hätte ich hier irgendwie nur mal einen Batzen Erfahrungspunkte gehabt. Also mit dem Wort ist die Sache erledigt mit dem Vieh. Alles so seine Vor- und Nachteile. Oh meine, gibt's echt viele. Oh nein, Orion! Nein, der ist da. Okay, jetzt sind wir wandelnde LP-Haufen. Okay. Genau, das ist der Tanker für mich. Und Lester gibt mir Erfahrungspunkte. Auch gut. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Ein schöner Todesschrei. Ein echt schöner Todesschrei von ihr euch. Ich glaube, wenn ich den Erfahrungspunkt kriege, ist es nicht allzu schlimm. Aber ich glaube, der Nahkampf hat noch einen Ticken besser gegen die. Aua! Ja, stuck! Oh, der scheiß Feuer im Bogen, den gibt mir auf den Sack. Ich hab mich vor allem beinahe getötet im Mistvideo. Muss ich wieder elendig lange Sachen fressen. So. Aber gefühlt gibt mir jetzt jeder zweite Gegner Erfahrungspunkte, auch wenn Lester die tötet und den Last Hit hat. Eine Waffenkammer. Aua. Ihr habt ein sehr hämisches Lachen, wisst ihr das? Oh lol, hey.
hier machen ein bisschen Schaden. Bringt das was? Nein, ich bin beschäftigt. Okay. Truhenschlüssel. Alle Bergfestungen, eine rostige Schlüssel, der zu einer Truhe gehört. Okay. Und ein Hebel. War zu erwarten. Erstmal in die Ecke drängen und dann totspammen. Ihr macht zu viel Schaden. Aber hey, Kisten. Mana-Tränke. Absoluter Müll. Lebenstränke. Endlich was Nützliches. Ich glaube, ich werde noch mehr solche Geheimnisse erwarten. Irgendwelche Wege hinter Bücherregalen, irgendwelche Schalter versteckt. Läuft wirklich eine Waffenkammer. Aber Hauptsache Bier in der Waffenkammer. Man muss ja Prioritäten setzen. Schon? Ist sie besser? Ich glaube, ich habe gerade mir das beste Einhandschwert, was ich aktuell besitzen kann, mit 55 Schaden. Bester? Oh, ich dachte, dass ich alleine bei den letzten Büchern. Ich werde mich mal oben umsehen. Ja, wollte ich auch machen, mein Freund. Weil hier ist ja alles clear. Also es kann bloß immer einer eine Leiter von. Okay. Ich will mir aber auch oben sehen lassen. Ich komme mal schnell hinterher. Ne? So. Es gibt noch eine Etage. Hast du schon was gefunden? Die Truhe da vorne ist verschlossen. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Festung einen Schlüssel. Gibt es irgendwelche Hinweise auf die Urkunde? Nein, bisher noch nicht. Hast du schon in der Bibliothek nachgesehen? Nein, habe ich nicht. Besitzerkunde, berichtet den Besitzer dazu, da den Gebietsspruch der Bergfestung geltend zu machen. Lässt er es nur so lange hier, wahrscheinlich solange ich dieses Ding habe. Urkunde, 400 Pfund Gold. Oh, kein Schwein. Wir heilen hier mit Erz. Aber es lang lässt er noch nie. Hier ist. Oh, Scheiße. Oh, Mist. Ungünstig. Ein Hit noch und wir sind tot. Ja. Boah, ist mal wieder was knapp. Hä?
ja heute alle nichts zu holen. Nicht bei den Viechern. Kann man aber kann auch mal so ein bisschen hinter den Regal gucken, ob da was ist. Jo, das nehme ich mit. Fein. Erz. Man kann nie genug Erz haben. Verpiss dich. Nice. Oh, nicht mal Essen haben die hier. Wie können die hier überleben ohne Essen? Lester, ich habe zwar die Urkunde für dich, aber ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Weil ich weiß nicht, ob Abbas mich die Urkunde gebe. Oh nein, das ist so eine Leiter. Oh, ich bin Schaden gekriegt. Okay, Leute, was soll ich bei so einer Leiter machen? Ja, ich komm noch nicht hoch. So, okay, spring. Noch eine Leiter. Also ohne Scheiß, ich werde mit Leitern als meine Erzfeinde betiteln. Weil aktuell nichts schlimmer ist, als eine verfickte Leiter zu klettern. Ich hasse die. Ich sag mal so, wenn ich bin froh, wenn ich die Pogo schon habe, dann habe ich das folgende Ziel erreicht, ein Pokestein zu sammeln. Und muss knacken. Nein. Links, rechts, nein. Links, rechts. Siegbringer. Münzen. Jawohl, Münzen. Aber kein Pokerstein. Okay, vielleicht hat Lester eine Idee. Ich habe jetzt den Todbringer und den Siegesbringer. Kann man die Akimo nehmen für den tödlichen Sieg? Glaube nicht. Hey, Lester, mein Freund. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Was hast du mir vorhin gegeben, Lester? Kannst du es mal bitte sagen? Telekinese? Aufrechterhaltung des Zaubers. Okay, ich speichere lieber erstmal. Somit liegt er nun da unten und kann jetzt einfach aufnehmen. Okay, ich sag halt, ich weiß, was ich gemacht habe. Ach komm, scheiß drauf. Hey, überlebt! Jetzt alles gemacht? Ich glaube ja. Und somit besitze ich nun den Fokus. Nun haben wir beide, was wir wollten.
Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Ja klar, lässt doch. Viel Spaß noch, Kumpel. Spaß, mein Freund. Ich würde sagen, Ziel erreicht. Wir haben einen weiteren Fokusstein. Damit haben wir... drei? Bergfeste und Klosterruine. So, damit haben wir die ganze rechte Hälfte abgegrast von den Fokussteinen. Jetzt haben wir nur noch den oben, weil wir die Snapper sind. Und den beim alten Lager. Perfekt. Da waren es nur noch zwei. Jetzt sollte ich mir nur überlegen, wie ich jetzt weiter skille. Ich habe wieder 20 Punkte. Ich glaube, ich gehe noch weiter auf Bogen schießen oder einhändig. Ich müsste auch mal raussehen, ob es ein Hardcap gibt für irgendwelche Attribute. Falls es sowas gibt. Oh, jetzt muss ich erstmal Richtung altes Lager gehen. Von hier aus. Da kann ich auf dem Weg dorthin mich versuchen, die ganzen Orks zu töten. Beton liegt auf, versuchen. Aber wenn ich es nicht vergesse, machen wir dann noch den Turm. Das werde ich nicht vergessen. Weil ich werde gleich hier ins Wasser springen und hoffen, dass ich es überlebe. War was Dummes, also speich mich. Geronimo! Ich hab überlebt. Lächerlich, ich habe überlebt. Unrealistisch. Nein, das ist... Ich hätte nicht gedacht, dass ich es überlebe. Oh, lol. Lol. Okay. Okay, Leute, bereit für ein Tauchabenteuer? Ich nicht. Lass loslegen. Kamera, mach jetzt bitte keinen Scheiß. Gott. Stuck. Okay, das ist das Kacke, weil ich stuck bin. Ich töte euch irgendwie so. Ganz lange hier bin ich trinken, okay. Okay, wir wissen, was es ist. Hier hinten lautet definitiv der Tod. Ich brauche mehr Power. Dafür deutlich mehr Power. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es die Stelle, wo ich mal in einem Video von Vario drin geguckt hatte. Und da hat er erzählt, wenn ich mich richtig erinnere,
dass man dort trifft, trifft man da rauf, wo mehrere Skelette sind. Du weißt, die da gesehen hatte. Ich weiß auch nicht direkt, ob es die Ecke ist. Von Mario und Eisel, also Skelett-Mario und Eisel-Späße und da sind drei Truhen oder sowas in der Art, ne? Und in diesen drei Truhen befindet sich die stärkste Rüstung im ganzen Spiel. Und zwar die Erzrüstung oder wie sie auch immer heißt. Und da kommt man erst ran, wenn man mit Zardos gesprochen hat. Und er einem den Schlüssel dazu gibt. Also ist das Endgame-Content, für den ich noch lange nicht bereit bin. Lange nicht. Ich bin noch nicht mehr bereit, um gegen Orks zu kämpfen, gefühlt. Immer ein nacheinander schießen. Vielleicht geht jetzt mal mit der zweiten Waffe besser, aber. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, das Elend hier herauszufinden. Weil ich will ja auch irgendwie vorankommen. Und das ist leider nicht so gut gelaufen. Weil bei solchen Sachen bin ich aufgeschmissen. Ich brauche sie auf Distanz mit Feuer und Bogen töten, ansonsten bin ich voll am Arsch. Und es geht. Mit ein bisschen Luck. Und ein bisschen taktisches Wegrennen. Und hoffen, dass die ein paar schon einfach stuck sind und ich sie töten kann. Wieso? Aber ich hatte die Zeit nur, um mich zu heilen, weil ich ein besser bin. Oh, das kann dauern. Scheiß drauf. So bleibt ihr stehen, genau so wollt ihr euch immer haben. Ganz easy peasy, in Reihe und Glied, werdet ihr sterben. Was für ein schönes Lied. Wunderbar. Hätte ich ohne Magie, hätte ich ohne Feuer und Bogen eine Chance gehen, die höchstwahrscheinlich nicht. Würde Magie helfen, definitiv. Werde ich Magie benutzen? Nein. Weil ich ein absoluter No-Mage bin. Ich bin auch kein großer Fan von Magie. Oh, nice. Das sind die One-Hit-Viecher. Oh, hi, Weißer. Oh Gott. Und scheiß, wie ich das nächste Mal in der Stadt bin, ich werde mir irgendwelche Haie drin kaufen. Weil das Heilen durch diese einfachen Sachen dauert mir viel zu lange. Nein, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Es sind viele Orkunde. Wie kann man diese Bestien am einfachsten, schnellsten töten? Nicht mit Telekinese. Es sind auch sehr viele Kämpfer da vorne.
Ich riskiere es und werde bei dem Versuch aufs Übelste sterben. Ja. Flucht! Nein, warum läuft ihr weiter? Ja, einer von euch war stuck. Nein! Nein! Jawohl! Ja! Nein! Ich kann einfach nur nicht anvisieren. Jetzt. Jetzt ist mir egal, was passiert. Jetzt stirbt ihr irgendwann. Einer von denen ist tot. Oh lol. Der ist hier in der Höhle ist, das habe ich nicht erwartet. Ist das kaputt schlafen? Ne. So, nochmal heilen. Also ich weiß nicht wie. Ich bin anscheinend viel zu schwach für gefühlt 20% der Gegner, die ich bis jetzt getötet habe, aber irgendwie habe ich es immer geschafft. Jeder dieser elendigen Kreaturen zu töten. Hä? Ich komme nicht hoch. Ich schaff's auch irgendwie, mich durch die Ortgebiete durchzukommen. Irgendwie schaffe ich's. Aber es fühlt sich nicht richtig an. Ich glaube, ich bin hier einfach noch viel zu früh hier hin in der Ecke. Aber das Spiel sagt ja auch, hol dir die scheiß Fokussteine. Aber der Kampf gegen die ist einfach so, ich weiß nicht. Anschießen und wegrennen, anschießen und wegrennen, anschießen und wegrennen, oder? Anschießen, wegrennen und hoffen, dass irgendwo stuck sind, oder hoffentlich, dass das einer ist, den ich dann irgendwie, wegrasieren können, aber das ist doch alles nicht so. Ja, ich glaube nicht, dass es so sein soll. Wie es jetzt gerade ist. Weil gefühlt müsste der Bogen auch stärker sein, dass ich die wirklich one-hitte oder irgendwelche Späße mache, aber ich mache zu wenig Schaden. Ich wüsste nicht, was ich tun soll, um mehr Schaden zu machen. Guck dich den mal an, den habe ich jetzt innerhalb von ein paar Sekunden weggerasiert. Nein! Oh nein! Okay, bleib hier. Ihr Heiltränker! Nicht safe. Cool. Dann töte ich diesen verdammten Ork gleich nochmal. Nur die ganzen, wie heißen die Ork-Biester und die Ork-Hunde werden mir. Ist so
richtig den Arsch versohlen. So richtig, richtig den Arsch versohlen. Ich habe keine Ahnung, wie ich die schaffen soll. Das ist. Die Masse ist einfach viel zu groß. Naja, jetzt eigentlich kann man der Masse bloß hoffen, dass die entweder alle One-Hit sind. Oder keine Ahnung. Okay, ich schaffe sie zu schießen. Ja. Halt, du bleibst unten. Vorsichtig sein, doch nicht so cocky werden. Da. Immer ein nacheinander. Wenn ich jetzt den falsch treffen sollte, umso besser. Schauen wir sie an. Oh lol. Okay, gegen einen schaffe ich es doch glaube ich so. Rescue's! Ja. Überlebt. Alter. Meine Fresse. Also, wie hier die meisten Kreaturen tötet, fühle ich mich wie so ein Cheater. So ein richtiger, dreckiger Cheater, der von Mutti nicht geliebt wurde. Weil ich keinen richtigen Zweikampf kriege, ich jetzt eine Monster-Kreatur mache, weil ich keinen klassischen auf dem Block habe. Muss auch dazu sagen, dass ich jeden Kampf erfolgreich irgendwie bestehe. Jeden. Außer gegen die Riesen. Den hat besser gemacht. Oh. Hallo? Ja, das Lager ist leer. Nicht mein Problem. Komm, lass mal doch schlafen. Und haust dir einer? Lebt dir einer? Nö. Ah, vielleicht ist es das Lager der Wachen. Damit die heimlich entsaufen können, ja. Weil hier müssten doch jetzt die, ja, hier sind doch die Wachen, die hier einen am Anfang das ganze Erz abluchsen. Sagst hier, da geht es ins Ortgebiet. Na? Für Gomez! Lass mich vorbei! Okay. Machen wir nochmal die Karte auf. So, ich bin in dem nächsten Pokostein. Ich werde aber erstmal oben die Ecke ein bisschen erkunden, da wo der Riesenturm ist. Ich glaube, die Karte ist einfach nicht aufgedeckt, weil da sich keine so hintraut. Aber wenn wir den Pokostein haben,
müssen nur da oben ins Gebiet der Snapper gehen und da, wo die Banditen sind. Und dann haben wir eigentlich alle Fokussteine geholt. Leveltechnisch sind wir auch kurz wieder von diesem Level ab. Boah, ich brauche bessere Waffen. Ich brauche einfach viel bessere Waffen. Das ist nicht witzig, was hier los ist. Aber okay, nichtsdestotrotz war es das für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.